An Christi Himmelfahrt, dem Tag vor dem Blutfreitag, ist hier mehr los als sonst. Vor allem auf den Höfen und Quartieren für die Blutreitergruppen rund um Weingarten. Ross und Reiter kommen an, zur größten Reiterprozession Europas. Einmal im Jahr treffen sie sich alle hier in Weingarten. Für viele ein liebgewonnenes Ritual, weil der Glaube verbindet. Das ist irgendwie, wenn das angefangen hast wie ein Virus von einem Sportler oder was weiß ich, wie das ganz schlimm sein lassen. Ja. Ich bringe da einen Säge für mich und die ganze Familie heim. Wir haben fünf Kinder und 12 Enkel. Alle gesund und munter. Man ist als Träger der Reliquie gewissermaßen der Mittelpunkt einer alten, jahrhundertealten Tradition, der größten Wallfahrt und der ältesten in unserer Diözese. Und trotzdem ist es natürlich auch eine Aufgabe, die man da übernimmt, die auch ein Umfeld hat. Und auch zu spüren, wie viele Menschen auch noch einmal besonders diesen Segen für sich erbitten und auch dankbar sind, eben auch für diese Erfahrung des Blutfreitags. Das zu sehen, den Gesichtern abzulesen, das ist eigentlich auch etwas sehr Beschenkendes. Auch für die Pilger gibt es eine Anlaufstelle. Das Pilgercafé an der Basilika. Boxenstopp mit viel Herz, weil kleine und große Weingärtner ihre Gäste hier bewirten. Auch das hat mittlerweile Tradition. Schon ein Teil, dass man Gastfreundschaft zeigt, dass man die Leute willkommen heißt. Die haben ja einen langen Weg hinter sich, zum Teil eben auch zu Fuß und haben dann auch die Lichterprozession heute Abend dann noch vor sich, dass man dann zwischendurch sich stärken kann. Ja, es ist nett, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Meine Tochter musste heute Morgen nach Barcelona mit der Schule. Die hat den Blutfreitagsmarsch noch gehört und der hat Tränen ins Auge gedruckt. Das war echt, das ist ein Weingärtlerkind. Und alle kommen sie nur wegen ihr. Der Heiligblutreliquie. Seit Jahrhunderten ist sie in Weingarten auf dem Martinsberg. Wer mag, kann sich die Geschichte der Reliquie und des Blutritts erklären lassen. Die Weingärtner führen an Christi Himmelfahrt ehrenamtlich durch die Basilika. Am Abend findet hier dann der große Gottesdienst statt, mit anschließender Lichterprozession auf den Kreuzberg. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich. Im Gebet vereint ein gemeinschaftliches Bekenntnis zum Glauben. Jeder für sich kann diesen spirituellen Moment weitertragen, zum Beispiel in die Basilika mit ganz persönlichen Andachten. Heiligsnächtle bringt mich, also ich bin selbst ehemaliger Ministrant und mich bringt es selbst einfach mal in der Nacht mal runterzukommen, klar zu denken und am nächsten Tag geht es dann wieder weiter. Der große Moment. Der Blutreiter gibt der Gemeinschaft ihren ersten Segen an diesem Morgen. Ab jetzt tut er dies unablässig. Die Prozession setzt sich in Bewegung. Im äußeren Klosterhof hat sich bereits die Reitergemeinschaft versammelt und wartet auf den Segen. Heute Nacht war ich zu Hause im warmen Bett und einige Jahre, wo ich auf dem Blutfreitag war, hat man grundsätzlich im Stall übernachtet und dann einmal besser und einmal weniger gut geschlafen. Aber das war an sich schon das gewisse Etwas einfach, im Stall zu übernachten. Die Blutreiter, von Musikkapellen begleitet, ziehen durch die Innenstadt.
ein rund 500 Jahre altes Ritual und ein kirchliches Volksfest. Einmalig und in dieser Form wohl das größte der Welt. Das ist das erste Mal, dass wir das miterleben. Wir kommen aus Norddeutschland und es ist einfach faszinierend, so viel Gemeinsamkeit, so viel Bodenständigkeit hier zu erleben, dass eine Stadt gemeinsam so etwas auf die Beine stellt. Für viele Besucher sehenswert, für Weingärtner und Oberschwaben oft selbstverständlich, dabei zu sein. Ich bin seit 18 Jahren Gruppenführer von Weingärten und kann dieses Jahr leider nicht mitreiten, weil ich mir den Arm ausgekugelt habe. Aber der Blutritt, der bewegt mich, seit ich 15 Jahre bin. Schon mein Vater war Blutreiter, mein Großvater. Es kann gar nicht sein, dass ich beim Blutritt nicht dabei bin. Rund 3000 Rösser und Reiter ziehen an den Ehrentribünen vorbei und huldigen der Prominenz auf dem Rathausbalkon. Mein Vater war schon dabei, mein Mann ist zum 58. Mal dabei und zwei Söhne. Und das sitzt irgendwie im Blut. Ohne Blutfreitag geht es bei uns nicht. Hochfeiertag. Der Blutritt in Weingarten ist ein Gemeinschaftswerk. Und wir sehen auch durch die vielen Gäste, die aus der ganzen Region und weit darüber hinaus auch nach Weingarten gekommen sind, dass wir diese spirituelle Gemeinschaft, die es am Tag spürbar ist, dass das im Mittelpunkt steht. Und dass das möglich ist, diese logistischen Vorbereitungen, da arbeiten viele, viele Menschen. Allein 2000 Menschen sind bei den Quartieren engagiert und bringen sich dort ein. Heute das neu zu schaffen, wäre unmöglich. Und deswegen sind wir dankbar, dass wir auf diese wirklich fast jahrhundertlange Tradition zurückgreifen können. Und alle packen damit an, dass dieser Tag möglich sein wird. Wir müssen ab und zu aufbrechen, wir müssen den Alltag unterbrechen. Und ich glaube, die Leute, ich habe es heute gemerkt, vor allem bei der Übergabe der Blutreliquie, es war eine Atmosphäre der Ehrfurcht, der Sakralität und das spürt man einfach. Und das steckt in diesen Menschen drinnen und das finde ich großartig. Man geht vor allen Dingen mit dem Gefühl nach Hause, dass unser Land Baden-Württemberg wunderbare, große Traditionen in seinen regionalen Teilen kennt. Und das ist sicherlich einer der beeindruckendsten, auch von der Empathie, die die Leute empfinden, von ihrem persönlichen Engagement. Und es hat auch eben ein Stück Religionsgeschichte. Es ist einfach insgesamt etwas Einmaliges. Ohne Musikkapellen ziehen die Blutreiter betend durchs Ösch, das Umland von Weingarten. Und der Segen des Allmächtigen. An vier Altären macht der Blutreiter Halt und gibt den Segen. Und des Heiligen Geistes komme auf euch und eure Familien herab und bleibe bei euch alle Zeit. Und nach dem mehrstündigen Ritt kehren die Blutreitergruppen zurück zur Basilika. Der letzte Segen mit der Reliquie in diesem Jahr für alle Beteiligten und Gäste. Bis zum nächsten Blutritt.